choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Wir gehen ja weiter mit Version. Welche Version ist da nochmal? 3.8, 2.0, ne? 2.0, 2.8, ne? Und wir sind hier gerade wieder auf der Zhangzhou Lofo, wo wir hier dieses eine Story-Ding hier weitermachen, ne? Wir haben den General getroffen wieder. Wir haben Zhang King, glaube ich, ne, hieß er, getroffen. Wir haben Zhong Li getroffen hier, dieses eine Schwertkämpfermädchen. Und wir sind jetzt hier weiter und reden mit den Leuten, ne? Wir wollen an diesem Festival da teilnehmen. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Mit dem beiden haben wir schon geredet, ne? Das ist der Meister von dir, Zhong Li, ne? Und jetzt reden wir mit den King, ich meine Zhang King. Gucken, wie es hier weitergeht. Warum ist die IFK jedes Mal hier mit involviert? Ist das eine Art Test von seitens des Generals? Wir spielen übrigens gerade einen Tag später als bei der letzten Aufnahme. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen lost. 外交紛争を解決したりすることもあるから。ただ言葉を使った交流はどうしても戦場での武器を使った交流より難しくて、特にカンパニーの人たちはいつもあの手この手を使ってくるから本当に大変なんだ。悩むのは一旦置いておいて、とりあえずみんなを旅館に案内するね。ゲームや。 Genau. Nachdem Zhang King und die anderen gegangen sind. Kampf und Zeremonie, genau. Wir müssen noch weiter spielen, bis wir März ist neuen Pfad freigeschaltet haben. Aber wahrscheinlich kommt er erst ganz am Ende, ne? So langsam, weil er die Augen geöffnet hatte. Das ist genau das, was jemand sagen würde, der Hintergedanken hat. お前さんが就任したばかりの頃、定休の天将の戦場はラフの外だけにあるわけではないと言ったことを、戦場に出て敵を撃ち、内部のいざこざを解決する将軍という名に課せられた重さは、その事業をはるかに上回るものだ。あれから随分経ったが、お前さんはよくやっている。だが先囚人にとって長く生きすぎるというのは、 一種の呪いだ。人生で犯した過ちは常に闇の中で虎視眈々とこちらを狙っている。そしてラフで起こったことについて元帥は全て知っている。そして妖精の天劇将軍は、 あやつはお前さんに用があって来たのだろうな。だがどうもおかしいな。なぜ彼女はこの場にいないんだ。妖精の天劇将軍は雷のように動き回り、先手を取ると言われているのに遅刻するとはあやつらしくない。海炎将軍、 それは違います。我らが将軍はすでに到着しています。よただ、neue Charaktere. Oh, er ist der eine Kollege.
Oh, er auch. Von ihnen habe ich irgendwie die Sachen gehört. Irgendwie der Synchronsprecher ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das der Englische ist. Ja, da gab es irgendwie ein Drama. Hat er irgendwie nicht so, weil er nicht ein paar Sachen gemacht hat, sagen wir mal so. In der Vergangenheit, bevor er die Rolle bekommen hat. Also sind beides neue Charaktere, die bald in der Gacha kommen. だふの臨縁橋に素晴らしい期間が増えた、と聞いたので、その景色を見に行ったのでしょう。期間か。わしが通訳してやろう。ケイゲン、こやつお前さんに嫌味を言ってるぞ。カイエン将軍、ご冗談を。僕は事実を伝えただけにすぎません。 将軍はお二人をお待たせするのは良くないと考え、先に僕たちを派遣したのです。十分景色を楽しんだら将軍もこちらに来てお二人を待つことでしょう。Währenddessen in der Zwischenzeit vor dem Palast von Astrum. Masui, Unri-ni-ken-o-kaishite-morau-no-wasurete-ta. Doch hast du, aber sie hat abgelehnt. Ich glaube nicht, dass du ein Schwert hier zurückbekommst. So na no dame da yo. Dono ken mo boku ni totte wa takaramono nan da kara. Shogun ga tome ni haitte nakatta ra, ano erasou na kuchi o kiku kanojo ni boku no kenpo o chanto oshieraretta no ni. Soieba, boku no ki no sei kamo shirenai kedo, kyou no shogun tte, nanka chotto かしこまってる感じしなかった？海炎将軍が来てるからかな。かしこまってる？そう？じゃあ僕の考えすぎかもしれないね。いや、考えすぎではない。四神宮に入って、俺は主命からの使者が主命の将軍本人であることに気がついた。ならおそらく妖精からの使者も 天劇将軍本人絶対そうだよ。まあ、いや、これ聞けどる。それがこの件の奇妙な点だな。一体何が起こし、その人たちだってレスみたいに将軍からの招待を受けてきたんでしょ。つまりXのオフ、センシブルは他の選手の将軍が2人同時にラフに来たとすれば、そこには何か別の理由があると考えるのが自然だ。 彼らは剣木の災いに関する責任を問いに来たのだろう。責任を問う？薬王秘伝の悪者と半物質レギオンがラフに侵入して大暴れしたんだから、ラフは被害者じゃん。なんで被害者が責任を問われなきゃいけないの？単数の反乱も。なんかどうも、おんぶんです。え、なんか、ラフの一方的な言い分にしか聞こえない。 Ein Schwein erwartet, oben links mit diesem blauen Tuch im Hintergrund. Karera ni totte, kono ken wa owari no nai wazawai ni shika mienai no daro. Kenboku. Rafu ga nagai aida osaekonde kita juka no ato ga yomigaetta no wa magire mo nai jijitsu da. Shikashi, sono geiin ga hanbushitsu legion no inbou nano ka, Rafu naibu no hanran nano ka, shogun wa hontou ni makikomareta dake nano ka. Wir können jedoch für Jingjong bügen. Wir haben noch alles gefixt. Noch nicht einmal irgendwo hingehen und einfach nur Spaß haben. Ja, dafür sind die Events da, ne? Ist er auch ein neuer Charakter?
主命が人を派遣してラフの指定にする。前例がないわけではないが、このタイミングとなると。炭鉱先生の話を聞いて、やっと背後でうごめいてる暗流に気づけたよ。将軍は今きっと大きな圧力にさらされてる。それなのに僕は少しも将軍の苦しみに気づけなかった。なんてバカだったんだろう。そんな風に思わないで。大人たちのことは大人たちが心配すべきことなんだから。それに今の元凶が将軍のために何ができるっていうの。わお、メアツ。あれ、うちもしかしてまた間違ったこと言っちゃった。voll brutal。Du bist eine wahre Meisterin der Konversation. Ich bin nicht so gut. ね、うちらも一緒に構造士に行ってもいい？それはダメだよ。手伝おうとしてくれるのは嬉しいけど、カンパニーの社員は特に厄介だから。帰って列車に迷惑かけちゃうかもしれないし。ああ、wir kloppen uns die ganze Zeit mit denen überall, wo wir hinkommen. カンパニーの相手なら慣れてるから。銃の責任は知ってるよね。うちらその中の何人かと関わったことがあるの。Einer haben wir erledigt. そうだよね。Beziehungsweise Archon. Du bist eine wahre Meisterin der Konversation. Das ist genau gleich, was ich gerade schon gesagt habe. Sensei-tachi ga tetsudatte kureru tte iu nara, boku mo kotowaranai. Kozoushi ni itte, kampani no hitotachi ni aou. Na gut. So, oh nein, so, warum kriege ich hier die ganze Zeit schon Erfahrung? Und da sind noch keine Quests, die ich hier abschließe, oder? Ich muss ja immer neue Unterhaltung, ich passiert doch gar nichts hier. Ja, wieder neue Charaktere, ne? ですから、今あなたの言う理屈を述べているではありませんか。Okay. Was ist da hinten los? Seid ihr wichtig oder nicht? Ihr seht unwichtig aus. この嫌みったらしい声、聞き覚えがある。確か金人口で聞いたような。天白氏の相手をするのは今回が初めてじゃない。お前たちの面倒なやり方に。Da war so eine Event Quest übrigens.Da muss man sich seinen eigenen Handelsbezirk aufbauen. Die Aurum Valley. これ以上私の荷物を返さないというのなら、お前たちの将軍に訴状を送りつけるぞ。Habe ich da gerade einen Hund bellen gehört? この野郎、誰が犬だって。って、なんでお前が？お前、まだ先週にいたのか。不幸ってのは本当に重なるものだな。お前に会うとろくなことが起きる。Warum steht mein Hauptcharakter immer die ganze Zeit so voll selbstgefällig da? So, ja, ich bin der Größte. Ich meine, passt zu mir. Junking soll für Ruhe sorgen, weil die IFK Probleme macht und ich will ihm dabei helfen. Ten Hakushi のせいで起きたトラブルと言うべきだろう。このカンパニーの人は先生の知り合いみたいだね。これはまあ、ファンが悪いことかな。ユウキさん、僕は
カンパニーの抗議に対応するために派遣されてきたんだ。今の状況を教えてもらえる？はあ、主命の施設官がホリジンに襲われたカンパニーの輸送船を助けたことはご存知ですよね。その後、輸送船は知らせを受けた運気軍によって港に誘導され、そこで修理と検査を受けることになったんです。そしてその輸送船の責任者というのがこちらのスコートさんです。あんたがスコートだったんだ。この子から話を聞いてるよ。確かに看護師さん。なんで戻ってきたの？好きで戻ってきたわけじゃない。Oops. ない。船さえ修理すれば。Ja, so zappelig heute mit meinen Fingern, habe ich so gefühlt. Minato ni haitta shunkan, unki gun ga kite, fune ni atta kamotsu o zenbu ubatte itta nda. Ubau? Nando mo itte imasu ga, kore wa anzen o kakuho suru tame no kensa desu. Nara dou shite kozoushi made tsurete kita? Sore ni koukatsu sou na shokunin made mitsukete kite.明らかにカンパニーの特許技術を奪おうとしているじゃないか。マオゲーム。これ、どうやって始めるの？来たお客さん。第一に、天白氏は荷物の中に危険な武器らしきものがあることを検出したから、安全確認のための検査を要求してるんだ。第二に、俺のどこが狡猾そうだって？納得できないな。たとえ危険な武器があったとしても。ラフに運び入れるわけじゃないんだから、お前たちには関係ないだろう。船の修理が終わればすぐに出発する。ここで荷物を積むことはない。ですが、Mein Charakter steht schon so, als würde er bereit dafür sein. 出航するまでに少なくとも数日は港に停泊する必要があるでしょう。検査を通していない危険物を何日もラフの港にとどまらせるわけにはいきません。わかった。安全検査は貨物を分解する必要はなかったよね。必要ない。もともとスキャン検査だけだしな。ただそのスキャンの結果、貨物の中には機械構造のものだけじゃなく生物組織に近い特徴を持つものもあることがわかったんだ。生物組織？このコンテナの中に生き物が入ってるってこと？具体的な結論は探偵士の確認を待つ必要がある。いずれにしても条例に従うなら俺たちは貨物の一つを開けて検査しなくちゃいけない。でもこの人は特許の機密保持を理由に何度も検査を拒否してるんだ。同盟には生物製品に対する厳格な取り決めがあります。さらなる検査を拒むというのなら、天白氏としてはあなたを生かすわけにはいきません。とは、ウェッテンいいだろう。この貨物に手を出そうという徹底的にやりようじゃない。徹底的にやりようじゃない。私たちが運んでいるのが生物だろうが機械だろうが、お前たちには関係ない。天白氏の処理手続きに対してクレームを入れてやる。はあ、スコートさんはすごく頑固みたいだね。説得するのは難しそう。はあ、カンパニーと真っ向から対立するのは避けたかったんだけどな。え、じゃば。でも、ich hätte ja schon eine oder andere Idee, wie man Scott überzeugen könnte。前に先生が金人口の紹介を助けてくれたって話は聞いてる。その時のカンパニーの代表者がスコートさんだったんだよね。彼と交渉した経験があるなら申し訳ないけど、今回も先生にお願いしてもいいかな。何をこそこそ喋ってるんだ。早く貨物を返せ。 OK。 The The Aurum Valley, that was schon etwas her。Weil hier das da musste man irgendwie so Handelsrouten und so was alles machen und alles noch schon, ne? Ja, gut, die ganzen alten Events, die damals
Ach, das war das zweite Event, sehe ich gerade. Wow. Ja, da haben wir Horo zum ersten Mal getroffen. Meine Güte, das Spiel ist aber jetzt ungefähr ein Jahr raus, ne? So. Oh nein, nicht so weit. Wenn du am Ende der Verhandlung so viel lass wie dein Gegner oder wer geht die Verhandlung erfolgreich? Nein, ich hasse diese Minispiele. Oh. Auch in Genshin. Außerdem ist das meine Güte. Nein, also. So, Dreieck. Aber der geben sie dieser Verhandlungsrunde, überspringt diese Verhandlungsrunde, kehrt zur letzten Verhandlungsrunde zurück. Ich hasse sowas, ey. Vor allem in Genshin, da gibt es auch sowas und ich tu wortwörtlich versuchen. So, ich mach das hier. Doppelte Dinger. Das müssen wir richtig nehmen, ne? Habe. Das Problem ist, in Genshin Impact versuche ich wortwörtlich mich wirklich da reinzusteigern und darüber nachzudenken, was ich antworte, und dann funktioniert es trotzdem nicht. Und am Ende verschwende ich dann nur noch Zeit, ey. Deswegen springe ich das hier einfach, weil das ist mir zu doof. Weil ich tue mich wortwörtlich in Genshin Impact hinsetzen mit diesem blöden Gedanken-Minispiel. Versuche echt darüber nachzudenken, was ich antworte, was ich hier mache und so. Aber ich liege immer falsch. Immer. Ich bin so was von Kacke in diesem Minispiel. Deswegen springe ich das hier. Ich habe keinen Nerv für so was. Das ist ja für Yunli. Ne, das ist jemand Neues. Ich glaube, sie ist auch ein Charakter, ein neuer Charakter. Lass mich raten, du bist diese Alchemistin, ne? Sind das Socken oder sind da deine Füße da? Die sehen irgendwie so aus, als würden die sich mit den Socken verschmelzen. Sie sehen außerdem ein bisschen aus wie Sushang in Honkai Impact Third.急に話が通じるようになったじゃないか。お前が検査しなくていいというなら、この貨物は持っていかせてもらう。異論はないな。異論？どうして異論があると思うのですか？ただのサンプルでしょ。輸送船に積んである貨物は全部そのままで構いません。さっきも言った通り、検査はしませんから。 ちょっと待って。そう来なくてはな。ここまで人間の言葉じゃなかった。話が通じるなら、さっきあんなに言い争う必要はない。Also war das gerade Zeitverschwendung, danke. Engine の修理が終わったら
すぐにでも出航させてもらおう。船はもちろん出航できますが、貨物はダメですよ。泉州とカンパニーが締結した輸出入契約では、全ての生物製品は外界に危害を及ぼさないと確認できたもの、もしくは活性を失ったものしか出航できないことになっています。その生物が危害を及ぼすかどうか判断する方法がない以上、活性を失うまで待つしかありません。過去の事例を参考にすると、そうですね、47西暦年だけ待ってもらえれば大丈夫かと。だっけ？そんなに驚くことですか？あなたはまだ若く元気もある。あと数十年くらいは余裕で生きられるでしょう。自信を持って頑張って生きてください。さすが長命種、嫌味な言い方をする。お前たちは時間という概念を気にしないのかもしれないが、そのせいで生じた1分ごとの損失は天白氏に倍で請求するからだ。どうやらスコートさんは勝利の瞬間を見届けるまで自分の仕事と人生が続いていくと信じて疑っていないようですね。My God。おい、どけ。検査させるんだ。ですが、スコートさん。もういい。Na, wir haben hier nicht gerade die Konversation gehört.安全検査をさせてやろう。戻った後、私自ら学士たちに頭を下げて謝ればいい。私の頭はそのためにあるのだからな。Danke, Bruder. この女に比べれば、お前など大して面倒じゃない。て、誰が兄貴だ。Ich bin nicht dein Bruder, Alter. So, wow. これが貨物ですか？いいか。検査で何かあったら本当に賠償金を請求するからな。Oh man。止めてください。Okay, Kampf, Bosskampf, Mini-Boss. Ist ein Verwirrter mit ungezügelter Angst, kann dieser Effekt entfernt werden, wenn er den Wirker einmal angreift. Endet ungezügelte Angst, wenn der Wirker nicht. Ich keine Ahnung, wird schon klappen. Oh, weiter. Wir haben ganz anderes Team hier gerade, genau. Aber los. Wenn ich Fuß schon im Team gehabt.Oh Mann. So. Ich mach das so. Da habe ich wieder nicht genug Skillpunkte. Lebst du noch eine Runde? Komm mal so.Ja, ich kämpfe gegen Wolf-Roboter. Währenddessen hört man den Mond heulen. Ja, Feuer spucken, oh Mann. Oh Mann. So, ich kann nicht nochmal angreifen. Ich kann nicht mit Skill angreifen, meine ich. So.So. Oh Mann. Okay. Dash. Greif heulen, Asagan. Das ist der Gegner. Er war nicht schnell genug, glaube ich. Oh Mann. So, komm her. Das ist nicht so ein gut ausgelegtes Team gerade.
Ich wollte halt so stiller Mond. Ich wollte mich hier irgendwie dran anpassen an die Storyline. Deswegen habe ich das Team so geändert. Da kommen wir ein Stück. Also war nur um sicher zu gehen, obwohl alle sind eigentlich voll hochgeheilt. Ah, sehr gut. Okay, da habe ich gerade irgendein Schiff bekommen. Und noch ein Klappe zu Affe tot. Ich versuche hier die ganze Zeit nebenbei so ein Bild hinzuzufügen, ne? Machen wir mal kurz. Weil die Lady sieht sehr aus wie wenn ich sie jetzt finden würde, ne? Ich das Bild hier hingepackt habe. Sagen, ob es mir ein Ingenieur. Warum sagst du das? Hier die Kollegin auf der rechten Seite. Du heißt sie wieder weg. Sie erinnert mich nämlich ein bisschen an sie. Ja. Und das ist Su Sheng aus Honkai Impact Third. Und ich lasse das Bild mal gleich da, ne? Sieht ein bisschen ähnlich aus wie sie, der so finde ich. Noch mal gleich zurück. Okay. ハクシキ学会はなぜこれほどまでに倫理に反した技術を使うんだ。新たな武器を作るためか。いずれにしろ、これが堀人がこの感染を襲撃した理由かもしれないね。通りで貨物を開けての検査を嫌がるわけだ。この件は 獣王子に連絡して、半眼に判断を委ねよう。規則に従うなら、危険を及ぼす生物と囚人、それから武器は全部優秀国に収容して、ちゃんと処理するべきなんだ。何しろあそこはラフで一番安全な場所だからね。職人さんも運慶軍に同行して、半眼に状況を説明してくれるかな。 Nach einer Weile ging jeder seine Wege. Also warum sind deine Hände und deine Füße rot? Ist sie auch eine von diesen Schülerinnen, wie der eine Typ hat, so wie Yunli? Dass die Zhang King so süßes kompakt ist. Ich glaube, sie kommt in der übernächsten Gacha vor. Es werden ja immer schon Monate vorher die nächsten Gachas angekündigt. Ich meine, sie war auch dabei. Es war noch irgendein so ein braunhaariges Mädchen, so irgendein brunettes Mädchen war noch dabei. Ja, Mann, das ist sie. Sind ein Typen mit den lilanen Hoodie habe ich schon gesehen. Der Fuchsjunge kommt als nächstes in der Gacha. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge. So, und das bringt mich irgendwie gerade zurück, weil sie mich so sehr an Su Sheng erinnert hat, ne? An sie hier. Und zwar, ich lass mich noch mal ein anderes Bild hinzufügen.
einfach nur, damit ich irgendwie mal zeigen kann, weil in Dings in, wo habe ich das Bild hin? Wo habe ich das hingepackt? Habe ich das nicht auch hier hingepackt? Ich habe nämlich hier See. Das sind alles Charaktere aus Honkai Impact für, ne? Die Kollegin da oben ist in diesem Spiel hier. Sie hier, wo ist sie? Seele. Ne? Hier sieht man, ne? Das ist beide von denen heißen Seele, ne? Beide von denen sind, keine Ahnung, ich glaube ihr Nachname ist irgendwie Seelefüllerei. Ich weiß nicht, was ihr Name ist, also die Seele von ihr, ne? Das ist die erste, das ist übrigens die erste Charakterin, die ein Eventcharakter war, also so wie das Heimmädchen aus der Sendliste und sie war der erste Eventcharakter. Und dann, die beiden sind Seele, ne? Die beiden irgendwie haben den gleichen Namen und sind irgendwie der gleiche Charakter. Beide kämpfen mit einer Sense. Sie hat auch eine Sense. Sie hat auch irgendwie, weiß nicht, eine andere Persona, wo sie irgendwie rote Haare hat, rote Augen. Und ja, sie ist ganz offensichtlich jünger als diese hier, ne? Von daher könnte man meinen, dass hier wäre ein Sequel von Honkai Impact für, ne? Aber dann haben wir Zusheng und Zusheng. In diesem Spiel sieht so aus und ist jünger als die Kollegin hier. Ne, hier ist sie schon eine Schwertmeisterin. Hier ist in dem Spiel hier ist sie noch eine, ist sie irgendwie nur eine frische Anfängerin. Ne, und da sieht man auch 17.05.2023. Da habe ich die schon gehabt. Und ja, sie, die Zusheng aus Honkai Impact Third ist irgendwie älter als die Zusheng aus diesem Spiel. Also einige Charaktere sind älter, einige sind jünger. Und das ist super verwirrend, so im Sinne von, oh, ist das hier ein Prequel, ist das hier ein Sequel, ist das ein anderes Universum? Ich glaube, es ist ein anderes Universum, glaube ich sogar. Kein Grund zur Angst. Ich weiß nicht genau, was ich da gemacht habe. So. Wir schon. Wenn sich zwei Schwerter treffen, oh, da geht es noch sehr lang weiter, bis die Quest hier zu Ende ist, ne? So. Na gut, dann gehen wir weiter. Ne? Ich hab, bin ganz ehrlich, ich habe nicht so viel aufgepasst, was gerade so passiert ist da. Sie ist aufgetaucht, hat alles geregelt, das ist alles, was ich wissen muss, ne? So, da ist Zusheng, gerade wo wir sie geredet haben, ne? Das finde ich so gut in dem Spiel. Die Charaktere laufen ja rum und man kann mit denen reden. What? Ich muss sogar mit dir reden. Du siehst hübsch aus, wenn du so ernst bist. Klar, warum nicht? Ich will sowieso niemand darauf antworten, wenn ich sowas sage. Ja, gut, hat die sich immer noch treffen. Ich meine, sie und Kneifen, also hat rothaarige Mädchen, hatte ich meine Truppe gerade habe. Die sind ja schon beste Freundinnen gewesen. Die waren schon vorher beste Freundinnen, aber dann haben sie ja getroffen im Laufe der Quest. Und die haben diese Geister, ja, Geisterjäger-Gruppe hier gegründet. Und irgendwie so einen eigenen Livestream und so gemacht, weil Kneifen ist irgendwie eine Livestreamerin oder so. Oder Performerin. Ah, ja. Ich soll die Bilder mal, ja. Das schon wieder. Ich habe noch nicht meine Kameras aus Versehen, ja, löschen. Ich meine, guck dir die Kleidung von ihr an. Sie ist hart chinesisch angezogen. Und diese Welt ist mehr oder weniger China von Honkai Star Rail. Obwohl, macht irgendwie keinen Sinn. Rune Mei ist auch wie. Sie hat auch so ein chinesisches Kleid an, aber sie kommt von einem ganz anderen Planeten. Ich kann mal wetten, dass sie sich in irgendeine Form verwandeln kann. Also ihre Hände und Füße irgendwie eine andere Farbe haben. Sie kann sich bestimmt irgendwie in irgendeine Form verwandeln. Irgendwas sagt mir das.
Allein schon vom Charakterdesign. Sie hat auch irgendwie so spitze Ohren. Also sie ist definitiv kein Mensch. あれは樹下の跡だからね。先週と忌み物は数千年も戦ってきた。剣木が再生したのを見て、きっとみんな心の中では不安に思ってるはずだ。一度種がまかれた以上、どんなに阻止しようと、いずれ芽吹きの時はやってきます。薬王秘伝が再び現れたのと同じように。 剣木の再生は避けられない。セミは、あ、見合えない。アンスパークル。この種は、そのような、ファープトーン。ファープトーン。求めた時からまかれていたのですから。うん。だって、上には手ぇ取れんが、そうしたて。すみません。軽率でした。炭鉱さんと元凶様は、今回の剣木の災いを経験したんですよね。 あなたたちに相談したいことがあるのですが。相談？どんなこと？私は同盟からの命を受け、探偵士に積もった汚れを払いに来ました。しかし、ラフの探偵士はほころびが多く、とっくに取り返しのつかないところまで来ています。私は治療法を探しているのですが、二人は何か案はありませんか？ 俺は地味王族だが、ここにいる二人の仲間と同じく、よそ者だ。ラオ、sie ist auch。レーサさんが求める治療法に。その Drachen。Abstamm vom Drachen、glaube ich。だ、Nagen ist so die Wiedergeburt von so einem Obermacker。分かりました。二人とも答えてくれてありがとうございます。 Unvergleichliche Stärke. Jetzt fangen hier nicht auch noch mit den ganzen Rechtschreibfehlern an. So wie in seinem Sohn Zero. Tanteしの人々の心を沈めることはできませんでした。先週の祖先はこうなると知っていたから。 剣木の原稿を見守る責務を与えた。ですが、結局は寿命族も凡人に過ぎなかったんです。今から30年前、ラフの探偵士の師弟だった私の恩師は、早くにここの暗流に気づき、それに対して抜本的な改革を行おうとしました。しかし、彼女は医術には精通していましたが、人の心には疎く。 探偵士の深部に潜む病巣を切除する方法がわからなかった。そうこうしているうちに、師匠は誰かにはめられ、先週主命に追放されたのです。私もそれに巻き込まれ、ラフを離れるしかありませんでした。そして、当時その件の仲裁を担い、追放令の許可を出したのが、 軽減将軍なのです。将軍が？はい。探偵士の状況がここまで悪化したのは、薬王の反逆者だけのせいではありません。かの新作将軍も、今回の件に対して責任を負う必要があります。あら、元凶様。 顔色を変えてどうしました？安心してください。立場あるものは自由に振る舞えない。という道理は分かってるので、将軍を恨んだりはしません。私たちのような年齢の大人にとって、支援は贅沢なものですからね。レーサお姉ちゃん、お帰りなさい。ずっと待ってたの。ファークさん、ウィスノベアです。
Sie direkt hier schlecht gelaunt ist. なるほど。紹介はしなくてよさそうですね。 なんでここであなたに会うわけ? もしかしてずっと私の後をつけてたの? ふん、僕にはやらなきゃいけないことがあるんだ。 Man sucht euch doch ein Zimmer oder so. Wir wissen also sowieso, wie weit wieder hier enden wird. Ich meine, werden irgendwie voll die Besties am Ende. あなたの剣と話をしたんだ。そしたら、あなたは心配事が多いせいでいつも剣を抜くのが遅くて、剣を抜いてもまともに扱ってくれないって嘆いてた。今、改めてあなたを見て。 剣は嘘をついてないってわかった。私が剣を奪ったのは、あなたが剣を大切にしてなかったから。そんなデタラメ信じると思う？シュメイからの客人だからって何度も我慢したのに、君は少しも相手のことを考えないんだね。もしかしてシュメイには他人のものを取ったら返すっていう常識がないの？この剣を見て。 今あなたに返したところで、またすぐ別の人に奪われちゃうと思うけど。運気軍は武器を手放してはならないって教えは聞いたことある？この場で剣を返すことはできるけど、戦場ではそうはいかない。ああ、この秘剣、本当にかわいそう。わかった。もう返さなくていいよ。僕がなくした剣は、自分の力で取り戻す。 Laufen die Kampfkonzeremonien für gewöhnlich so ab? Ne, Tanko, ich kann euch garantieren, Junk King zu bekämpfen ist voll nervig. Der tut immer so Schwerter spawnen und wenn man nicht genau die richtigen Elemente hat, um die zu brechen. Dann kann man den nicht brechen für eine Weile. Das ist voll nervig. Das ist einer der nervigeren Bosse. レーサーお姉ちゃんが嫌がるなら、ここで戦うのはやめる。嫌というわけではありませんよ。それに一度剣を抜いた以上、腕比べをしないと、二人もすっきりしないでしょ。私が受けた報告によれば、今も探偵師の同点の周囲で、忌み物が出没しているそうです。 これはおそらく私の前任者が探偵師に残した負債のようなものでしょう。Yeah、competition. Hört sich an nach neues Gebiet irgendwie. Zum Erkunden. お互いに剣を向ける必要はないんじゃありませんか? それって忌み物を切るってこと? なんかつまんなそう。 忌み物を始末するのは運気軍の責務だ。レイサさんが口を出す必要はないよ。 僕が全部倒すから。自分だけ媚び占いでくれる。レーサお姉ちゃんが必要とするなら、私だって喜んで手助けするんだから。二人とも思いやりのある優しい子で、とっても嬉しいです。それじゃあ行きましょうか。Okay, gehen wir. Ich muss mal was nachgucken. Ich muss mal was nachgucken. Ich muss mal ihre Synchronsprecher hier anhören. Okay, sie ist die Stimme von Ellen, also dieses Heimmädchen aus Zenith Zone Zero. Ich gucke gerade die Synchronsprecherin von Juden Lee nach. Nee, kenne ich niemanden. Ich hatte gedacht. Ne, ist eine relativ neue Synchronsprecherin anscheinend, die hat nicht viele Rollen. Aber sie ist die Stimme von dem Heimmädchen aus Zenless und Zero. Ich sag doch immer, die sind alle immer irgendwie im Umlauf immer. Das heißt, bald wird es irgendjemand geben, der Boa Hancocks Stimme hat.
in Genshin Impact oder Zenless Zone Zero wahrscheinlich, ne? So, jetzt spiele ich, also ich weiß nicht, wie man ihn spielt. Ich habe ihn wortwörtlich noch nie gespielt. Er ist einer der, von ihnen gab es auch noch keinen Testmodus oder irgendwie sowas. Gesang der Klingen. Ich weiß nicht, wie man ihn spielt. Ich habe gehört, Zhang King war einer der besten Charakter, als er rausgekommen ist, aber jetzt ist er voll hinten zurückgeblieben. So, oh. Okay. Wenn Junge eine Aktion ausführt, setzt sie Angriff ein, um zuerst den Gegner zu besiegen. Ah. Ah, ich muss wortwörtlich mit ihr. Kommt. Ich muss wortwörtlich mit ihr jetzt hier. Alles klar. Oh nein, ich hätte vielleicht die Gruppe ändern sollen. Wer ist denn jetzt draußen? Ich habe meine Heilerin jetzt nicht mehr. Verdammter Dreck. Hast du meine Heilerin weggenommen, Mann? Also muss ich ja eigentlich nur so schnell angreifen wie möglich, ne? Bevor sie irgendwie zum Zug kommt. Oh Gott, Frage ist, wie viel Schaden sie macht, ne? Oh Gott, ich habe schon wieder keine Skillpunkte für. So, mach den kaputt. So. Muss ich mit ihnen unbedingt hier angreifen? Okay. Alter! Wie soll ich denn damit mithalten? Sie macht ja gegen alle Gegner hier schon, das ist ja unfair. Okay, ich habe auch keine Heiler jetzt hier dabei. So. Oh mein Gott. Ja, voll unfair. Ey. Sie macht viel mehr Angriffe als ich, aber mehr, viel mehr Schaden als ich. Dann krieg ich halt einen an. Das hab ich noch nie im Leben. Also ja, gleich schon. Jetzt macht sie gleich einen Angriff und alle sind weg, ne? Pass auf. Ich tue die hier für sie schwächen und sie kommen und haut sie alle weg. Mal wetten. Da, war schon voll. Ja, ist doch voll unfair. So, aber sie hat aber nicht so viele Punkte bekommen gerade. Wie lange geht denn das jetzt denn noch? Das ist ein beschissenes Team. Also ist viel zu viel Skillpunkte intensiv. So. Ein Gegner? Muss einer das Ding voll kriegen von uns? Nein. Na, ich dachte, er wäre schwach gegen Wind. Ich habe keinen Heiler dabei, ne? Die Charaktere, die ich hierbei habe, sind auch nicht so gut zum Killen. Ah. Okay, irgendwie holt sie mich aber nicht mal ein. Aber
Also das Gefühl, gleich sein Dings vorbei, ne? Oh, Gott sei Dank. Ich habe keinen Heiler. Ich möchte nur mal anmerken. Oh Mann. Okay, ich weiß nicht, wie ich das ausgelöst habe. Da pflück ich hier die ganzen schwachen Gegner, ja. Da. Da, gib mir ein Paket. Da, jetzt hol ich wieder auf. Problem ist, sie zieht mit ihrem Angriff HP von allen Gegnern ab. Das heißt, irgendwann werden wir sterben, leider. Aber nicht. Geht auf ihn los, ja, aber. Oh, der ist meiner. Das war unfair. Sie macht auf allen Gegnern. Ich die ganze Zeit meine Kills abgestaubt. へえ、じゃあ私を倒してみたら、それか一緒のことあなたの剣を全部こっちに渡しちゃえば、私の方がうまく扱えるしね。挑発するのが目的なら、最後まで付き合ってあげるよ。Okay. Oh Mann. Mal sehen, wer stärker ist. Wenn sie jetzt gewinnt, dann wäre es eigentlich passend gewesen, dass wir gerade verloren haben. Sie wirft doch selber ihr Schwert ein. Okay, sieht cool aus. Sie sieht ein bisschen aus wie diese eine Schwertmeisterin. ラフの演武典礼が始まれば演武台の上でいいものが見られると思ってたんだけど、まさか病人の治療をする探偵士で。でもちょっとだけ言いたいことがあるの。Die beiden Schwerter von den wortwörtlich mit den Fingern angestopft. Also vielleicht ist sie ja sogar, ne? 演武台の上で正々堂々と相手を叩きのめすところが見たい。そうすれば、どんな恨みだってきれいさっぱり消えるでしょ?恨み?何か誤解してるみたいだけど、僕はウンリと手合わせしてただけだよ。一人は被験を使ってて、もう一人は巨大な刃物を振り回してるのに。 お互い恨みはないって言われても信じられるわけないじゃない。まあ、秘書様、どうしてここに?龍樹様の親切は終わったんですか?秘書?もしかして、おじいちゃんがいつも話してる。先週妖精の天劇将軍? ラフでも結構有名なのね。当然でしょ。大将将軍の名を知らない人はいませんから。大将将軍?その呼び方ちょっとうぬぼれすぎじゃない?ダメダメ。ラフには無眼将軍がいるって聞いたから、私も自分に称号をつけたの。
憂いなし、悔いなし、敵なしの三武将軍ってね。この称号の方がいいと思わない？確かに謙虚でありながら威厳を失わない、いい称号ですね。元凶様、雲里、手合わせが終わったなら飛翔将軍の指摘に感謝して静かに和解の握手をするべきではありませんか？剣返す。また奪われたりしないようにちゃんと大事にしてあげて。あと今回は勝負がつかなかったけど、次は徹底的に任すから。はあ、あれが人に謝る態度？まあ剣は取り戻せたし、僕も新作府に戻って報告をあげないと。飛翔将軍、僕はこれで失礼します。Ja, richtig cooles Design. そうだ、レイサさん。もし時間があったら、一度新作府に来て、将軍と話し合ってみてくれないかな。さっき言ってた支援には、きっと裏があると思うから。飛翔様、仲裁ありがとうございました。あと少し来るのが遅かったら、冥港で二人を気絶させる。Ist einfach zwischen den beiden gegangen.Und einfach mit ihren Fingern die Schwerter abgeblockt. Das ist ein weiteres L für Zhang Jing. Er ist von Blade, von ihr, von Kafka, von Dan Hang. Er kriegt nur Els, der Kollege. もう何十年も先まで埋まっていますから。なら、あのちびっこ二人の授業料って言って新作府に請求書を送ればいいわ。実際あの子たちを引き離すのにもう少しで本気を出すところだったし。それじゃあ私は息抜きできる場所を探すから。Augenblicke später spaziert Fei Shao gemächlich irgendwo hin. Habe ich nicht so schnell gelesen. So. Machen wir Pause, Mann. Ich würde den Part gerne beenden. Oh, jetzt geht's noch weiter. どうやら新作将軍は演武天霊で実力を示すのが目的のようです。ラフは剣木の災いの後でも問題なく反映していると証明したいのでしょう。ですが、次はですがっていうつもりね。ですが、演武天霊のためにラフに来た人たちは不安と噂を広める最大の覚醒器と言える。一歩間違えればまた大混乱が起こるかと。町にいる雲鬼軍が警戒を強めているところを見ると、あの将軍もこの通りは理解しているのでしょう。俺から見て他に気になるところはありませんでした。Das sieht sehr edgy aus. 今後また将軍に会うような仕事があったら僕のことは外してください。どうしてただの軍医が表舞台に担ぐのか。二人の将軍と談笑しなければならないんですか。俺もだ。Oh, ich habe gerade einen Run mit Galaga. Also, das ist meiner Meinung nach jetzt bisher der beste Heiler. Ich habe sowieso irgendwie offscreen, habe ich voll das Killer-Team. Was ich so für den ganzen Bonusinhalt und so benutze. Ja. Damit schaffe ich alles. Das ist schon ein bisschen ekelhaft, ehrlich gesagt. Also, sobald ich ein anderes Team nehme, sieht man ja, was passiert, ne? 軍の強さはその兵ではなく形勢にあり、形勢の成因を判ずることで強さを見極められる。将軍の言葉は勉強になります。わかりやすい話なのに、あなたの解説を挟むと理解できなくなるわ。とにかくこれは私が戦をする時の習慣なんだから、あなたたちも慣れなさい。
それは軽減将軍を敵として見極めようとしているということで先週ラフを一番長く治めている将軍なのよ。彼の敵が少ないなんてことあると思う？あ、将軍、そういえば簡略の流浄は会えましたか？彼女の出した処方箋を見せてもらっても。warum klingt der Typ die ganze Zeit so? Der klingt viel zu sinnlich. So, oh, kannst du mir bitte mal die Medizin zeigen, die du bekommen hast? Oh. Ano yume na kanyaku no ryujo desu ra dou shiyou mo nai no desu ne. Oh man. Shinpai suru hitsuyou wa arimasen. Boku wa kanarazu yakusoku o hatashite anata o naosu hōhō o mitsukemasu. Ichiyō mō kentō wa tsuite imasu shi ne. Shōkyū. Sei to shi wa sadamerarete iru no yo. Gun ni haitta hi. Atashi wa chikatta. Nokori no jinsei wa senshuu no yajiri toshite hōjō no imimono o inuite iku koto. Kono chikai sai hatasereba ato dore kurai ikirareru ka nante shōjiki. Wer denn? Mit 2 N? Da war schon wieder ein Grammatikfehler. Anata. Leute. Sakki atashi ga keigen o teki to minashite. Ich liebe ihren. Ich liebe ihre Jacke. Atashi no teki wa zutto atashi jishin dake da mono. Den Raum kann man nicht fassen. Yokong. In der Zwischenzeit kehren Yu Zhangqing und Daniel zu erhabenen Herrlichtum. Was soll mal weg? Wird zu schnell. Ja, meine Pause, Mann, ich will den Part beenden. So bekommt sie ein Schwert. Ja, das war klasse. Ah, tatsächlich, Iyatsukan no aru shogun datta. Oi, ore ga itteru no wa genkyou no koto nan dakedo. Ich rede? Mitsuki-san, nagusamete kurete arigato. Mo sugu enbu tenrei ga hajimaru. 幸い僕は運気軍を代表して出場する資格がある。ここ最近僕は何度も敗北を味わって、人外に人あり天外に天ありの道理を理解したんだ。でも今日秘書将軍の実力を目の当たりにしてまた不安になっちゃって。自分をむやみに卑下する必要はない。将軍は演武天礼には出場しないからな。お前一人で俺とジンに対峙した時の、もう von uns beiden auf die Fresse bekommen hast, genau. 大概の挑戦者には勝てるだろう。わかった。炭鉱先生。いや、haben sich Danhagen und Blade zusammengetan, um ihn aufs Maul zu geben. Dabei gingen die Meme. 大事なことについて相談したいって言ってたんだ。Etwas Wichtiges. Ich frage mich, ob ich nicht ein Archiv entbekommen hätte, wenn ich sie besiegt hätte hier. Diese einen Dings hier. Diese eine Herausforderung. Wenn ich damit Daniro, Glühwürmchen, Runmei und Galaga reingegangen wäre, dann ist das super easy geworden. Das ist mein Killer-Team übrigens. Mit dem ich einfach alles schaffe. Freundschaft mit Schwert und Herz. So, ich glaube, das wird hier nicht mehr so lange dauern. So mit der Quest, wenn wir hier schon, ja, fehlen nur noch 3. So, was wollte ich? Ich wollte noch irgendwas gucken. Und zwar, nein, jetzt da nicht. Hey, hier.
Vielleicht sieht man irgendwie noch ein Bild von der einen Fuchslady. Das war, glaube ich, Yukongs Quest, ne? Spitzenduell unter dem Blau. Ne, da sind wir gerade. Ich wurde gerade, hier ist Yukong. Aber da kam sie, glaube ich, nicht vor, ne? Doch hier. Ich das Bild noch mal sehen. Oh, das sieht man von hier aus nicht. Also nehme ich die. Eine Sekunde. Muss mal kurz hier was machen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Aber die beiden, da sieht man irgendwie auf der rechten Seite. Das ist Jing Liu, links ist Blade. Ganz rechts, ich dachte, das wäre sie hier gewesen. Hier diese. Kann man da nicht irgendwie ranzoomen? Noch hier so ein bisschen, oder ist genauso groß. Hier ganz links ist Blade, also noch weiße Haare hatte. Dann ganz unten links sieht man Dan Hang in seiner Drachenform. In der Mitte ist der General. Neben ihm ist Jing Liu und ganz rechts ist so ein Fuchsbädchen, aber ich glaube, das ist jemand anders, ne? Weil sonst hätte Dan Hang sie ja wieder erkannt, ne? Und die waren irgendwie hier so ein. Die waren irgendwie diese Schwertkämpfer hier, diese Schwertmeister von der Lofu. So wie ich das verstanden habe. Und die waren mal ganz dicke, aber dann ist einer von ihnen zum Verbrecher geworden, eine ist irgendwie irre geworden. Also Jing Liu, also sie hier. Ja, wenn ich sie gehabt hätte, hätten wir vielleicht gewonnen, ne? Und ja, keine Ahnung. So, ich würde sagen, wir spielen noch zweimal Gacha, weil ich will versuchen, sie noch zu bekommen. Ich weiß, sie ist, glaube ich, so gameplay-mäßig so ähnlich wie Clara. Also sie ist auch irgendwie so auf Kontern irgendwie hier abgestimmt. Kann man ja irgendwie nachgucken, ne? Aber wie sie spielbar ist, ist mir egal. Ich will sie einfach nur, weil ich sie klasse finde bisher. So, verboffen. Juni hält Parade und versetzt alle Gegner in Start verspotten. Ja, das ist also wortwörtlich Claras Moveset. Sie hat sogar die gleichen Elemente. Sie ist auch Zerstörung und physisch. Also wäre sie eigentlich genau der gleiche Charakter wie Clara. Von daher wäre es ein bisschen sinnlos, sie zu holen. Aber ich finde sie klasse. Deswegen will ich versuchen, sie zu holen. Deswegen versuchen wir noch zweimal heute, ne? Zweimal. Und da muss ich mich mal irgendwie dran setzen und versuchen, ja wieder ein paar Stellariade zu farmen irgendwie. Da gibt noch einige Modus, wo ich das schaffen könnte, aber ich weiß nicht, ob das reichen würde, falls ich meine PD verliere. Wenn ich meine PD, ich könnte das noch schaffen, wenn ich meine PD gewinne, dafür habe ich noch genug, aber ich gehe natürlich von dem Schlimmsten aus. Aber erstmal gucken wir mal, ne? So, wir gehen da rein. Im Moment brauche ich nur 960, genau. Mal gucken wir mal. Blö, zweimal versuchen wir. Zweimal. Da war nichts. Und ich tue ja weitere Dinge ansammeln, ne? Wenn ich ja doppelt Charaktere bekomme. So, am besten links. Yukong. So, und da unten haben wir Tingyun. Und ja. So, hey. Ich weiß nicht, ob ich das schon hochgelevelt habe, aber ich das Ding benutze. Nee, benutze ich gar nicht. Das ist für den Misha, den benutze ich nicht. So, aber hier, ich glaube, den Lichtkegel benutze ich nicht, ne? Oder tue ich den benutzen? Ne. Wo ist er? Der ist nicht hier unten. Ich tue jeden Lichtkegel, den ich habe, normalerweise auf Level 5 bringen. Aber irgendwie habe ich ihn höher gelevelt. Wieso? So. Oh, ich benutze ihn für links. Ah, perfekt. Für Joye benutze ich den. Das ist natürlich nicht schlecht. Mit dem Bruchteffekt. Ja. Dann ist das doch nicht schlecht, eigentlich. So, Yukong benutze ich leider nicht mehr. Aber kann ich schauen, sie auch ein paar Mal zu bekommen, ne? Vielleicht wird sie ja viel besser, wenn ich all ihre Dinge habe, ne? Wenn so Renderbogen sind aktiv, für Yukong Gegnern 30% mehr Schaden zu. Okay.
Okay, hier gab es auch mal eine ganze Quest und so, ne? Namenlose Ehre. Hm. Ja, 40 Warps, alles klar. Boom. Fangspunkt und also was brauche ich im Moment nicht. So. Nochmal rein da, komm. Das ist jetzt mein vierter Versuch. Ja. Ne. Hm, da soll ich einfach all or nothing gehen. Soll ich einfach all or nothing machen? Einfach so lange pullen, bis ich was bekomme. So, Hanya, dich habe ich schon, das heißt, ich krieg einen Pull zurück, weil ich sie schon maximiert habe. Also was? Um Aventurin jetzt zu zitieren: All or nothing. So, da wäre jetzt der fünfte. Komm, ich mag sie, ich will sie haben. Ich glaube, die nächsten Charaktere interessieren mich auch nicht so. Von daher gucken wir mal. Dieser war dieser Fuchsjunge, dann kommt hier, glaube ich, so Auge der Beute. Da benutze ich nicht das Ding, glaube ich. Yokong, gib mir wenigstens links. Links benutze ich. Okay, ich habe irgendwie Glück. Ich bekomme zwei lilane Sachen immer. So, das ist Sampos persönliche Dingens. Oder habe ich den nicht? Doch, habe ich. Ja, ich benutze Sampo nicht, deswegen ist das. Ja, das ist gerade nicht schlechter Ding. So. Ja, muss ich halt irgendwie ansparen. Ja, dann noch irgendwie rumziehen können. So, jetzt sind wir Sachen erhöht. Ich muss sofort einfach so in der Bogen sein. Oh. Also sie kann sozusagen auch Charaktere. Sie hat eigentlich so etwas Ähnliches wie Robin. Sie hat so eine Fähigkeit, womit sie Charaktere stärker machen kann, damit die mehr Schaden machen. So, weiter geht's. Wir machen jetzt einfach all or nothing. Ah. Aber sechse, ne? Sollte vielleicht erstmal probieren, ne? Bevor ich für sie pull, aber danach gehe ich nicht. Ich gehe nicht daran, ob ein Charakter, na, ich habe sie schon. Ich gehe nicht danach, was Gameplay-mäßig oder so ist. Ich nehme dann, wie sehr ich die Charaktere mag. Ja. Hanya, wie viele Dinge habe ich denn jetzt? Ich habe schon wieder voll viele Dinge, die ich hier umwandeln kann, ne? Sag's mal, ich werde mal irgendwann hier auch so Level 5 Sterne Sachen hier einkassieren, aber geht wahrscheinlich nicht, ne? Ja, wir machen jetzt einfach weiter, ne? Ein paar Tickets kriege ich ja noch zurück, ne? Na, wieder das siebte Mal. Schon wieder nicht. Ah. Aber jetzt mal macht mal. Ist immer so frustriert. Ich bin gerade so knapp bei Kasse bei Honkai Story. So, gib mir wenigstens links. Jawohl. So, oh, gute Nacht, schlaf schön. Nein, ich will noch nicht schlafen. Bei Hoelab, da tun sie ja auch manchmal irgendwie so reinpacken, ne? So was die Gacha-Resultat von einigen Leuten sind, ne? Und da sehe ich manchmal irgendwie so Charaktere, die irgendwie zwei für Scherne Charaktere oder irgendwie so bekommen haben, ne? Und weil ich mir auch so denke, wie passiert das? Das ist mir noch nie passiert, glaube ich. Das. Oh, das habe ich auch noch nicht. Das ist auch nicht komplett hochgelevelt. Da will ich auch mal irgendwann benutzen, aber noch nicht jetzt. So, jetzt haben wir links einmal bekommen, ausgezeichnet. So, jetzt müsste ich sie eigentlich aber bekommen, ne? Weil jetzt ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, ne? Ab 8 Puls. Bei 9 ist garantiert, ne? Da wäre jetzt der 8. Das heißt, danach kommt der 9. Wo ist links? Da ist links. So. So, Fertigkeit. Ausgezeichnet. Standardangriff. So. Das ist dieses Bild. So, cool. Eis. Ah, ist ja die Fähigkeitsstärke ausgezeichnet. So. Na gut, was danach passiert, muss ich mir überlegen, ne? Ob wir gewinnen oder verlieren. Black.
Ja, 8. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Glück, Leute. Jetzt muss ich jetzt aber auch sein. Habe ich noch ein paar Dinge ja auf Reserve ab. Mann, ja. So, yay. Oh Gott sei Dank. Ah. 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 Alles klar. Mir gehen wortwörtlich auch gerade die Charaktere aus, die ich gerade am Grinden bin. Von daher kommt das gerade ziemlich gelegen. Vielleicht werde ich bis zum nächsten Part sie auch schon bereit haben. Dann können wir sie direkt benutzen. So, ich habe noch ein paar Dinge auf Reserve. 5000, aber ist immer noch gut. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich kann sie sogar schon ein paar Mal hier hochleveln, weil ich noch Erfahrungspunkte und so angesammelt habe. So, wir sollten sie erstmal eher, das ich sollte das alles hier auf Screen machen. Ah, wir können ja mal einen Testlauf mal hier machen von ihr. So, Probestand. Wir mal sehen, was sie drauf hat. Ich glaube, sie ist so ähnlich wie Clara. Aber gucken. Nächstes Mal lernen von Angriff automatisch ein Ausdehnungskonto aus. Besitzt einen mächtigen Konto, der manuell eingesetzt werden kann. Okay, cool. So, boah. Ich liebe es, dass sie so ein dickes Schwert hat. Ich habe wortwörtlich gedacht, sie wäre irgendwie eine Tänzerin, weil irgendwie, ich habe irgendwie gelesen, ihr Outfit soll irgendwie eine Anspielung an so ein Tänzer-Outfit sein oder so. Aber sie scheint ja gar nichts irgendwie so tänzermäßig hier drauf zu haben. Sie bewegt sich so ein bisschen wie eine im Kampf, nehme ich an, aber... Und sie ist auch barfuß, genauso wie Clara. So, oh warte mal, ich da kontern sollen. Hey, eine Sekunde, eine Sekunde. Warte mal, ich will noch mal zurück. Hätte ich da irgendwie kontern müssen oder irgendwie so was? Nach Anfang sind durch einen Angriff oder einen Gegner durch einen erlittenen Schaden wird sofort eine zuvor der Gegner Intuition auslöschen. Und den durch einen Angriff auf Gegner oder durch einen erlittenen Angriff. Okay, muss ich dich kontern, während du mich angreifst. Ah! Ich habe geblockt. So. Für einen Gegner physischen Schaden zu, stellt die eigenen LP wieder her und fügt einen Gegner sowie angrenzenden Einheiten geringen physischen Schaden zu. Tritt den Status Parade ein. Verspottet alle Gegner, wird da werde ich alles lernen. Aber ich liebe Charaktere mit gigantischen Schwertern. So. Guck mal ihre Pose an. Das macht sie nur noch besser, meiner Meinung nach. Es ist ein bisschen unrealistisch, dass so ein kleines Mädchen mit so einem dicken Schwert rumläuft. Im nächsten Zug greift der Gegner an. Setzt sofort den Ultimate ein, um nach einem erlittenen Angriff einen verstärkten Konter auszulösen. Okay. Ja, schon bis zum nächsten Mal lernen. Alter. So, was hat der? Der wirft ja für ihr Schwert. Kann sie Ultimate 2 mal aufladen? Aber ich glaube, sie hat 2 Balken bei ihrer Ultimate. Komm mal her, Leute. Komm mal. Sag. Okay. Ich soll vielleicht mal heilen. Alle guten Dinge sind 3. Ah, ich bin so froh, dass ich sie bekommen habe. Bald geht war doch eine...
Bald kriegen wir noch einen Charakter mit März. Was er noch besser wäre dann. Okay, ja, sie ist eigentlich genau wie Clara. Aber Clara kontert jeden Angriff. Weil ihr ist halt anscheinend nur so alle zwei Angriffe oder so, ne? Na gut, beim nächsten Mal werde ich sie vielleicht schon ein bisschen hochtrainiert haben. Ob ich sie komplett hochtrainiert habe, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich finde das so gut, dass es charakterspezifische Achievements hier gibt. All my people, all my people. So, cool. Lass mich raten, sie ist eine super gute Synergy mit Zhang Qing. So, kein Dialog mit irgendjemandem. Yay. Ich finde so gut, dass sie so einen geilen großes Schwert hat, ey. Also eine oder ein Handy, genau. Ich sehe noch nichts. Okay, cool. Da haben wir noch ein paar Punkte hier übrig. Muss ich nicht grinden, bevor ich sie bekommen habe. Ich würde sagen, ich beende den Part hier, schon viel zu lang wieder, ne? Und beim nächsten Mal werde ich sie schon so ein bisschen hochtrainiert haben. Ich habe noch ein paar Erfahrungspunkte übrig und so, ne? Außerdem habe ich gerade nichts anderes zum Grinden. Von daher werde ich jetzt alles auf sie fokussieren. Wahrscheinlich nächste Woche erstmal wieder aufnehmen. Bis dahin werde ich sie hoffentlich schon fertig haben. Keine Ahnung, ich werde es jedenfalls versuchen. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Idle Animation. Ah. Ja, ich bereue meinen Pull überhaupt nicht. Okay, Dankeschön. Ciao.